Ich schwitze wie so ein Schwein, ey, mein Arsch. Überall klebe ich. Hey meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen Haul für euch. Ich drehe selten Hauls, das heißt aber nicht, dass ich die nicht mag. Ich gucke sie sehr gerne und ich drehe sie auch sehr gerne, aber scheiße ich nun mal kein Geld, um dass ich euch jede Woche ein Haul zeigen kann. Deswegen sammle ich immer so ein bisschen ein paar Produkte an und drehe dann halt ein Video für euch. Und zwar war ich bei Kaufhof gewesen und bei DM. Und ja, dann zeige ich euch einfach, was ich mir gekauft habe. Und also wie gesagt, ich war beim Kaufhof gewesen in der Stadt, also Frankfurt auf der Zeil. Und zwar gibt es ja in diesem Kaufhof MAC. Und da habe ich mir, das kennen bestimmt viele, dieses Fix Plus oder Fix Plus Spray. Das ist einfach ein Spray, um das Make-up zu fixieren oder um die Haut vor dem Make-up vorzubereiten, also zu primen. Oder man kann es auch einfach, wenn man nichts auf dem Gesicht hat, einfach nur so drauf sprühen, zum Erfrischen. Oh, das riecht voll angenehm. Also, habe ich mir mal das Fix Plus gegönnt. Dann ein weiteres Produkt von MAC, und zwar einen Lippenstift. Der ist total schön, und zwar ist das die Farbe Brave und das hat ein Satin Finish. Also weder matt noch glänzend, also so ein Zwischending. Und das heißt so eine schöne Nude Farbe. Ich euch das mal zeige. Seht ihr das? Also total schön, so mäßig Kylie Jenner Lippe, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja. Und dann gibt es auch noch in dem Kaufhof Bobbi Brown. Und das ist auch mein erstes Produkt von der Marke. Ich hatte bis jetzt noch nichts von denen. Und zwar habe ich mir da diesen Foundation Stick gekauft in der Farbe 7 Almond. Und zwar ist der ziemlich dunkel. Das habe ich aber bewusst so gemacht, denn ich möchte diesen Stick zum Konturieren verwenden. Das habe ich auch heute bei meinem Make-up gemacht. Hier an den Wangenknochen, dann oben an der Stirn und hier unten an der Kinnleiste. Und der ist sehr, sehr cremig. Die Farbe ist auch super und es lässt sich sehr gut verblenden. Das Ganze habe ich verblendet mit dem Expert Face Brush von Real Techniques. Die kann man ja bei Amazon bestellen. Und ja, den finde ich total super zum Konturieren. So, das war's mit den Produkten vom Kaufhof. Dann war ich anschließend beim DM. Und da habe ich mir, ja, zuerst einmal von Schebens, das ist so eine Feuchtigkeitsmaske. Denn jetzt in der Zeit, wo es wirklich in Deutschland so heiß ist und das Gesicht einfach der Sonne jeden Tag ausgesetzt ist und dadurch auch das Gesicht halt die Haut strapaziert wird, man vielleicht auch einen Sonnenbrand, also ich hatte auch einen Sonnenbrand, obwohl ich mich eingeschmiert hatte, aber da werde ich immer hier so rot um die Nase und Wangen und ja, einfach um der Haut ein bisschen Feuchtigkeit zu spenden, habe ich mir diese Maske besorgt. Dann zum Reinigen meines Gesichtes einmal von Garnier dieses Micellenwasser. Und zwar ist es voll süß, das ist voll klein. Nur 125 Milliliter, da gibt es auch das große. Ich glaube, da sind 250 oder 500, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hatten die jetzt nur in der Größe da, weil ich nehme das immer für normale und empfindliche Haut. Dann gibt es auch nochmal das für trockene und empfindliche Haut, aber ich habe halt normale Haut. Und zwar reinige ich gerne in Kombination mit diesen Wattepads. Da sind 40 Maxi-Pads drin, 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Und die sind halt, wie gesagt, Maxi-Pads, die sind halt groß und die nehme ich halt gerne zum Abschminken. Manchmal benutze ich aber auch von BB diese erfrischenden Reinigungstücher, auch für normale Haut. Die finde ich auch super, die habe ich mir auch wieder gleich mitgenommen. Dann kommen wir jetzt zu ein paar Kosmetikartikeln. Und zwar einmal vom Maybelline New York, den kennen bestimmt viele, diesen Master Precise Liquid Eyeliner. Oh mein Gott, damit kann sogar ich einen fast perfekten Eyeliner ziehen. Ich habe den übrigens auch in meinem letzten Get Ready With Me benutzt. Das Video verlinke ich euch gerne unten in die Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und zwar hat es eine ultrafeine Schicht, 0,4 mm Spitze.
in der Farbe Schwarz habe ich es genommen. Und es hat hier so eine ganz feine Filzstiftspitze. Und wie gesagt, damit kann man den Wing super zeichnen. Dann noch ein Eyeliner. Der ist von L'Oreal, der Superliner Ultra Precision. Und zwar ist das von dieser Punky-Reihe. Da komme ich gleich noch zu einem anderen Produkt. Und zwar ist das ein farbiger Eyeliner. In der Farbe, was steht hier? Turquoise. Also in Türkis ganz einfach. Und den habe ich übrigens auch heute auf meinen Augen, wenn ihr das sehen könnt. Und der ist super schön. Die Farbe zeige ich euch mal. Super, schaut euch das mal an. Wie das reflektiert, so ein schönes Türkis. Und die Spitze sieht auch so aus, auch so eine Filzstiftspitze, wenn man das so nennt. Ist aber allerdings ein bisschen dicker vorne, nicht wie der andere von Maybelline. Aber wie gesagt, jetzt bei diesem Wetter einfach für so einen Sommerlook, wie ich ihn jetzt gerade trage, finde ich einfach so ein bisschen Farbe um die Augen herum, finde ich einfach schön und mal was anderes. Und ja, den kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, und dann eine Mascara, und zwar auch von L'Oreal, auch von dieser Punky-Reihe. Mein Gott, diese Mascara ist der absolute Hammer. Das ist die Mega Volume Miss Manga Punky. Die originale Miss Manga finde ich scheiße. Das habe ich euch auch schon mal in meinem gehypten Produkten zurecht Video bisschen genauer erklärt, was ich da nicht so mag. Das Video verlinke ich euch auch gerne unten in die Infobox. Die mag ich überhaupt nicht. Und die Bürste ist so eine Gummibürste mit so Noppen dran. Ich liebe Gummibürsten und die macht die Wimpern wirklich schön voll und gibt denen auch Volumen. Und das muss man halt mögen, weil das so eine bisschen klumpige Mascara ist. Und ja, ich finde die einfach super. Dann kommen wir noch zu zwei Lippenprodukten. Und zwar ist das einmal von Manhattan, der Sweet and Tasty Lip Gloss. Ja, und Sweet and Tasty, so riecht er auch. Den habe ich in der Farbe Hawaiian Blueberry 59K. Oh mein Gott, und der riecht... Oh, ich könnte den aufessen, ey. Der riecht sowas von lecker und es gibt auch eine schöne Farbe ab. Gucken, ob ich euch das zeigen kann. Das ist hier oben der Ton. Seht ihr das? Das ist so ein schimmernder, bisschen auch metalliger, rosa, lila, ja, Lipgloss und... Finde ich super schön. Und dann nochmal von Manhattan. Und zwar ist es ein Lip Lecker in der Farbe Rose and Shine 50G. Den trage ich übrigens auch heute auf meinen Lippen. Das ist so eine, ja, Pink, Rosenholz, Rosa. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist die Farbe hier oben. Super schön. Und auch nicht matt, aber ich würde auch sagen, so ein, also weder glitzerig noch matt, halt so ein Zwischending. Und man kann die Lippen reiben. Das finde ich immer ganz wichtig. Schöne Farbe, schönes Produkt. So, das war's mit meinem DM und Kaufhof-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist so heiß, aber wir Menschen haben ja immer irgendwas zu meckern. Ist es zu heiß? Wenn es warm ist, ist es zu heiß. Wenn es kalt ist, wollen wir Sonne. Wenn es regnet, wollen wir... Ja, wir sind auch nur am Meckern. Uns kann man es auch nicht zurecht machen. Aber warum muss es denn gleich 38 Grad sein? Ich schmelze dahin. Ich mache jetzt auch gleich meinen Ventilator wieder an. Und vielleicht schminke ich mich auch gleich ab und gehe ins Schwimmbad. Weiß ich nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes, sonniges Wochenende. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!